Hey, ich bin Felix Valentino. Shape Your Athlet, Fitnessmodel und Personal Trainer. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen über Nutrition, Supplementation und mein Training reden. Ich bin schon mein ganzes Leben lang sportbegeistert. Ich habe in meinem Leben schon viele verschiedene Sportarten ausprobiert, sei es Eishockey, Tennis, Klettern, Schwimmen und habe auch einige Sportarten intensiv verfolgt. Doch irgendwann bin ich an den Punkt angelangt, wo ich sagte, ich möchte noch eine andere Sportart probieren, wo ich richtig ein Ziel verfolgen kann. Und dann entdeckte ich den Fitnesssport. Und der Fitnesssport, der war wie für mich gemacht. Also ich habe das hat mich total fasziniert, dass ich sage, hey, schau mal, ich kann an meiner Ernährung was ändern und es verändert sich direkt was an meinem Körper. Oder ich versuche mal ein anderes Protein aus oder so in Richtung Supplements oder auch im Training natürlich. Und man trainiert natürlich nicht nur seinen Körper, sondern auch sein Geist. Man kann schon das auch auf andere Bereiche im Leben übertragen. Zum Beispiel, wenn man sagt, hey, heute habe ich gar keine Lust aufs Training, aber man geht dann trotzdem ins Training. Das könnt ihr natürlich auch auf euer Leben übertragen. So, hey, heute habe ich keine Lust zum Arbeiten, aber ich gehe dann trotzdem natürlich zum Arbeiten oder mache nur trotzdem Hausaufgaben oder schreibe die Studienarbeit, weil es einfach jetzt gemacht werden muss und danach fühlt man sich natürlich auch besser. Jetzt möchte ich ein bisschen auf mein Training eingehen. Wie oft gehe ich ins Fitnessstudio? 5 bis 6 Mal die Woche trainiere ich im Fitnessstudio. Kommt immer darauf an, was mein Ziel gerade ist. Möchte ich mehr aufbauen, mehr definieren? Wie lange gehe ich ins Fitnessstudio? Also die ideale Trainingsdauer für mich liegt zwischen 60 Minuten und 1 Stunde 15, 1,5 Stunden. Ich habe für mich festgestellt, alles was länger geht oder darüber hinaus geht, ist für mich kontraproduktiv. Ich habe das Gefühl, ich brenne mich dann eher aus. Also ich liebe es lang zu trainieren, ich liebe es auch hart zu trainieren, aber so die ideale Dauer ist für mich eben 1,5 Stunden. Also ich habe für mich festgestellt, zu lang ist genauso schlecht wie zu kurz. So, was für einen Split habe ich? Ich trainiere nach einem traditionellen 5er-Split, sprich Brust, Trizeps einen Tag, Rücken, Bizeps, Schultern, Arme und Beine. Ich habe den ein bisschen für mich umgeändert. Ich mache zum Beispiel am Beintag hauptsächlich Grundübungen, Kniebeugen etc., aber konzentriere mich eher auf die vordere Oberschenkelmuskulatur, also auf die Quads, und die hintere Oberschenkelmuskulatur, also den Beinbeuger, mache ich dann am Rückentag noch mit. Und wenn ich in der Vorbereitung auf ein Fotoshooting oder auf einen Wettkampf etc. bin, dann mache ich immer noch am 7. Tag ein Ganzkörper-Workout mit hohen Wiederholungen und vielen Übungen. Lasst uns jetzt ein bisschen über Plateaus reden. Was ist zu tun oder was tue ich, wenn ich an dem Punkt angelangt bin, wo ich merke, hey, es geht nicht weiter, ich stagniere gerade. Ihr müsst euch immer denken, habt ihr alle Punkte, die im Fitness wichtig sind oder in unserem Sport wichtig sind, beachtet. Also einmal das Training. Trainiere ich abwechslungsreich? Versuche ich neue Übungen? Mache ich mein Training mal rückwärts? Oder versuche ich mal ein anderes Trainingskonzept? Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, seinen Muskel wachsen zu lassen. Es gibt einmal die Möglichkeit, eine größere Belastung auf ihn auszuüben. Oder es gibt die Möglichkeit, ihr arbeitet in kürzerer Zeit mehr mit dem Muskel. Also Sprichwort Hypertrophie-Training. Versucht man vielleicht da ein neues Trainingskonzept auszuprobieren. 5x5, 8x8 oder ja, es gibt da so viele Möglichkeiten, eben in der Hinsicht was verändern. Oder in Sachen Ernährung, esse ich genug Kohlenhydrate, esse ich zu viel Kohlenhydrate, viele vernachlässigen auch die Fette, esse ich die richtigen Fette, ungesättigte Fette, gesättigte Fettsäuren in der Hinsicht. Oder auch natürlich die Regeneration. Schlafe ich genug oder bin ich zu oft weg oder lang auf oder esse ich in guten Abständen, esse ich vielleicht nur 3-mal am Tag dafür groß, aber mein Körper wäre eher dafür gemacht, klein zu essen und dafür öfters. Also da könnt ihr viel rausfinden und für mich ist zum Beispiel sehr gut oft zu essen, kleine Portionen. Meine Kohlenhydrate esse ich gern morgens, vor und nach dem Training, da bin ich am energiereichsten dann im Training. Sowas. Ich finde da für euch einen guten Weg raus. Jetzt lasst uns ein bisschen über die Ernährung reden. Und es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen. Es gibt nicht nur die perfekte Ernährung, dann wäre es zu einfach. Ich kann euch auch nicht den perfekten Ernährungsplan für euch jetzt sagen, sondern jeder Körper reagiert anders auf Kohlenhydrate, auf Fette, auf Proteine. Wie ich es mache, ist folgendermaßen. Ich habe eigentlich das ganze Jahr meine Proteine konstant. Also ich esse immer gleich viel Protein, ungefähr so 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht, manchmal 2,5. Ihr wisst selber, wie leicht es geht, eine anständige Menge an Protein am Tag zusammenbekommen, sei es durch Shake oder durch Fleisch, dann zu den Fetten.
Bei den Fetten ist bei mir so, ich esse ausschließlich ungesättigte Fettsäuren. Also meine Fettquellen sind zum Beispiel Eier, Avocado, Leinöl, Nüsse, Walnüsse, Mandeln etc. Und ich versuche ungefähr auf, ja sag mal, bei meinem, ich wiege 91 Kilo ungefähr, auf 80 Gramm, ja, Gramm Fett am Tag zu kommen. Und das ist eine Menge, die für mich gut funktioniert. Kohlenhydrate ist für mich, finde ich, immer so die Schraube, wo ich verstellen kann, was gerade mein Ziel ist. Wenn ich sage, ich möchte eher aufbauen, dann esse ich mehr Kohlenhydrate, ja, 400 Gramm Kohlenhydrate, 450 Gramm, sowas. Und wenn ich sage, ich möchte eher definieren, dann versuche ich meine Kohlenhydrate zu reduzieren. Ich versuche die niemals komplett von 400 auf 100 zu reduzieren, sondern versuche es langsam zu machen. Ist für euren Körper gesünder und der Körper kann auch besser die Muskulatur aufrechterhalten, wenn ihr langsam die Kohlenhydrate senkt. Wie time ich meine Kohlenhydrate? Also bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich sage, ich möchte aufbauen, dann versuche ich meine Kohlenhydrate konstant einen Tag über einzunehmen, sprich alle 2 Stunden, alle 2,5 bis 3 Stunden versuche ich dann eben eine Mahlzeit zu essen, die aus Kohlenhydraten und Proteinen besteht, und die Fette versuche ich so einzubauen. Wie sieht es bei mir mit Cheat Days aus? Also ich sage euch ganz ehrlich, ich genieße so den gesunden Lifestyle, ich ernähre mich schön clean und mit frischen Zutaten, und ich brauche das gar nicht so, dass ich sage, hey, ich gehe einmal die Woche zu McDonald's etc., sondern für mich sieht ein Cheat Day so aus, dass ich sage, ich esse zum Beispiel so viele Clean Carbs, also saubere Kohlenhydrate wie zum Beispiel Reis, Kartoffeln etc., wie ich einfach Lust habe, und gönne mir vielleicht mal dazu ein gutes Salatdressing, sowas. Dann lasst uns jetzt auf die dritte wichtige Säule des Fitness-Lifestyles eingehen, auf die Supplementierung. Wie ihr schon mitbekommen habt, besteht ja der Fitness-Lifestyle nicht nur aus Training und Ernährung, sondern eben auch aus Supplementierung. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen zeigen, wie ich meine Supplementierung gestalte. Morgens, wenn ich aufstehe, das erste, was ich mache, BCAAs und Fischölkapseln. Zum Frühstück gibt es für mich dann Whey-Protein, einfach eine sehr schnelle Proteinquelle, um den Körper gleich mal ausreichend zu versorgen und einen guten Start in den Tag zu haben. Dann vorm Training gibt es bei mir die nächsten Supplements, und zwar Beta-Alanin und Arginin. Während dem Training nehme ich BCAAs zu mir und nach dem Training nochmal ein Whey-Shake. So, von der Menge sieht es bei mir so aus, dass ich ungefähr immer 30 Gramm Whey-Protein zu mir nehme. Mehr halte ich für unnötig, weil der Körper eh nicht so viel Protein auf einmal aufnehmen kann und ihr ja meistens dann eh nochmal eine Post, also nach dem Workout nochmal eine Mahlzeit habt und es dann völlig ausreicht, wenn ihr dann 30 Gramm nach dem Training zu euch nehmt. Wenn ihr mehr von mir erfahren wollt, dann geht auf www.shapeyou.de und schaut euch mal die Workout-Serien mit Steve Cook, Ryan Terry oder Jeff Seid an, und wir sehen uns da.